Hallo und willkommen zurück zu Brief Edge, einer weiteren Folge. Jetzt wird's interessant. In der letzten Folge haben wir hier die neue Heimatbasis für uns, würde ich jetzt mal behaupten. Das gehört jetzt alles mir. Gefunden. Und wir müssen die Antenne reparieren. Ich würde aber auch gleichzeitig erstmal ein bisschen was, haben wir ja auch was gesammelt. Wir müssen das ja, glaube ich, auch hier alles machen, damit wir das auch nutzen können, schätze ich mal. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier vorankommen jetzt. Vielleicht finden wir auch dieses Swamarama-Dingen da, was wir brauchen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall die Station, mega geil. Ich bin sehr gespannt. Wir haben in der letzten Folge auch unser Fahrzeug bekommen, unser erstes. Haben wir gefunden, das hier. Wie cool ist das denn bitte? Sagt mir mal, wie cool das einfach ist. Das ist unglaublich. So, wo ist denn die Antenne da? Ich guck mir das mal an, was wir da, wie wir das reparieren müssen. Ist das drinnen? Das sieht aus, als wäre das drinnen. Oh, das ist da, wo wir die Mitarbeiterkarte brauchen, ne? Oder können wir da hier irgendwo reinfliegen? Ah, okay. Das sieht aus, als wäre das in der Station. Geht's denn hier noch hin? Das sieht aus, als wären das so Space Shuttles hier gewesen. Warte mal. Die Dinger, wo wir ja auch unsere Station haben, quasi unsere kleine. Oh, ein bisschen Swamarama oder wie das Ding heißt. Das wäre mal ganz toll. Das sehen aus wie so Raumshuttle hier. Krass, heftig. Okay, aber eigentlich wollte ich nicht looten, sondern ich wollte die Antenne suchen. Aber anscheinend ist die, glaube ich... Ich glaube, die ist drinnen. Ich glaube, da kommen wir so, glaube ich, gar nicht ran. Kannst du mal links probieren. Aber ich glaube... Ich glaube, die ist hinter diesem Mitarbeitereingang, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Ja, die wird drin sein. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Da können wir auch durchfliegen, aber okay. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Mitarbeiterkarte kriegen. Dann lass uns jetzt erstmal zurückdüsen. So. Erstmal Sauerstoff tanken. Schaffen wir. Uns keine Gedanken machen, auch wenn unten jetzt gerade 40 steht, aber das gar kein Problem. Spiel macht jetzt wahrscheinlich gleich wieder Stress. Sauerstoff nicht unbegrenzt. I know. Wir haben es sogar noch geschafft, bevor die nervige. Das nervige Dingen kommt da. Dieses Düt. Und eigentlich wollte ich in der letzten Folge gar nicht so lange aufnehmen, aber es war halt so interessant. Es wird halt immer besser, dieses Spiel. Es ist unglaublich, wie gut das einfach ist. Was wir jetzt alles haben und. Oh mein Gott, das ist einfach so ein Luxus. Man muss einfach sagen, das ist einfach so ein mega Luxus, den wir haben. Mit dem Fahrzeug und dem Sauerstoff. Wir müssen das einfach genießen. Wir werden auf jeden Fall nochmal da hinten zurückreisen. Das auf jeden Fall. Weil ich will die Ressourcen ja nicht da einfach verschwenden und liegen lassen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Gleich sollen wir auf jeden Fall mal was trinken und was essen. Das möchte ich definitiv gleich machen. Ich glaube, das machen wir, glaube ich, gleich als erstes. Und, ich weiß noch nicht genau, wie gesagt, wo wir dieses, diesen Wrap oder diesen Taco da irgendwo finden. Für den besseren Schub. Das wäre auch mal ein Traum. So, lass mal gucken. Da sind wir ja schon. Wie flott das einfach jetzt geht. Voll schön. So, hui, absteigen. Und dann rein da. In die Olga. So. Genau, was essen, trinken. Wir haben ja sogar ein bisschen was gesammelt. Und den Rest würde ich einfach mal hier so droppen. Weil ich möchte mir das jetzt nicht zumüllen wieder fürs Lager, weil wir das Lager ja auch noch so brauchen.
für andere weitige Sachen. Hier ist nämlich auch schon alles voll. Das meine ich nämlich damit. So, Erste Hilfe, ganz toll. Nein, ich will die nicht droppen. Ah, ich droppe. Was mache ich denn da? Wo habe ich denn jetzt die... Jetzt habe ich das alles gedroppt, ne? Ich bin so ein Horst. Ich wollte das so übertragen. So, und schon ist gleich wieder alles voll drüben. Wir dürfen nur hiervon nichts verschwenden, weil wir das brauchen. Und, naja. So, lass mal gucken. Was wollten wir denn... genau, wir haben neue Ressourcen bekommen. Ein Shuttle-Trümmer. Erhalten wir Hände, ja. Ausrüstung. Den hätte ich gerne. Den Beschleuniger. Aber da brauchen wir... Ja, und die militärischen Sauerstoffflaschen, ne? Die wären natürlich ein Traum. Was, Bestechungsgeld? Jeder liebt Geld, obwohl nur wenige Menschen es haben. Das sozialistische Regime versucht, die Möglichkeit der Geldbeschaffung und die Einkommenslücke verschiedener Bevölkerungsgruppen zu kontrollieren. Es ist jedoch schwierig, alle Galaxien zu kontrollieren, sodass Korruption fast überall gedeiht. Oh ja, wie war? Sprengstoff. Holy shit. Holy shit. So. Nachrichten. Nee, Babe, nicht Aufgaben. Die Antenne. Kommunikation ist unterbrochen, aber die Antenne muss repariert werden. Schon wieder. Sprechanlage ist in Betrieb. Sie benötigen einen speziellen Pass, der nur für Mitarbeiter dieses Linienschiffs ausgestellt wird. Okay, da müssen wir mal gucken, ob wir den Pass vielleicht in der Dings finden. Mittleres Service-Modul. Dekoration. Haben wir ein Radio jetzt. Sehr schön. Wir finden immer mehr Sachen. Okay. Lass mal gucken. Was können wir denn jetzt bauen? Eine Taschenlampe wäre ganz toll. Den, wie gesagt, da brauchen wir zweimal dieses Schwarm-Arama-Dingen. Ja. Werkzeuge haben wir eigentlich genug. Da brauchen wir sonst nichts von. Die Teile werden, glaube ich, noch später noch wichtig für... Ich glaube, für die Dings. Für den Basebau. Was sollen wir denn machen? Wir müssen herausfinden, wie wir an die Karte kommen. Ich würde aber auch den Schwarmarama irgendwie mal suchen. Vielleicht in der alten Station. Das heißt, ich würde mal ein wenig reisen. Wieder zurück zur alten Base. Vielleicht werden wir ja fündig. Einfach, weil wir es können. Jetzt mit dem Dingen hier. Das macht so viel Laune. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt. So, vor Erfrierung werden wir immer noch nicht geschützt. Klar, natürlich. Aber damit sind wir, wie gesagt, viel, viel flotter schon mal unterwegs. Shuttle-Trümmer, sagt er, ne? Weiß halt nicht, wo Shuttle-Trümmer. Es kann auch da sein. Einfach querfeld eindüsen. Vielleicht werden wir ja fündig. Mal gucken. Das wäre halt schon ein Traum, weil damit können wir natürlich viel, viel schneller von A nach B kommen. Noch schneller sogar. Weil wir ja diesen besseren Düsenantrieb haben. Vielleicht lädt der schneller auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß zwar nicht genau, was der macht. Oder ob der halt vielleicht länger hält. Müssen halt gucken. Diesen Schwarmarama-Teil da finden. So, ich fülle mal eben auf. Ein bisschen. Ein bisschen, einmal ein bisschen voll machen, bitte. Danke. So. Frage ist, wo suchst du da am besten nach? Hier gibt es wieder Farbe, ne? Nehme ich einfach mal mit, weil wir gerade hier sind. Blei. Blei nehmen wir auch mal mit. Haben wir zwar alles in der alten Station auch noch.
Das ist ein Kabel, ich dachte schon. Tja, wo finden wir das? Ich hoffe, dass wir bald das finden. Einfach, weil wir es können. So. Ich guck nochmal hier. Vielleicht werden wir hier fündig, weil hier auch so viele Shuttle-Trümmer sind. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Warte mal. Vielleicht hier irgendwo. Vielleicht hier. Hat der in der Hand? Weiß es nicht, sieht komisch aus. Komm, gib mir irgendwo ein Schwarmarama. Da ist was Grünes? Nee, sieht auch nicht aus. Verdammt, wo gibt's das Teil? Das muss doch hier irgendwo im Weltraum rumfliegen. Das ist doch nicht wahr. Verdammt. Die Leute hatten doch bestimmt Hunger. Es muss doch irgendwo sein hier, oder nicht? Da ist eine Schere. Okay. Leider nicht. Ich dachte vielleicht hier, aber okay, wir suchen weiter. Vielleicht werden wir fündig. Woanders. Vielleicht irgendwo hier. Weil hier ist ja auch so ein bisschen was mit Essen ja gewesen und Trinken hier, aber... Weil hier haben wir den ersten, glaube ich, gefunden. Ich glaube zwar nicht dran, dass hier noch so ein Teil irgendwo ist, aber man weiß ja nie. Ich will einmal auf. So. Okay. Düse ich hier einfach nochmal querfeldein. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo was finden. Ja, ja, Friergefahr. Ich weiß. I know. Ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht finden wir bei dem Blatt Papier da hinten vielleicht auch sowas. Weil, naja, vielleicht anpflanzen oder so. Nächstes großes Thema hier. Ich weiß nicht. Kein Schwarmarama hier. Da ist eine Zigarette. Da auch nicht. Hier vielleicht nochmal irgendwo. Nee. Weiß nicht, ob wir das über die Toilette vielleicht bekommen auch. Ja, ist doch gut, Spiel. Lass mich doch mal. Schwierig, ist wie die Nadel im Heuhaufen, ne? Fahrzeug kommen wir nicht rein, ne? Ja, war ja klar. Ist nicht schlimm, unsere alte Base mit Frank. Hallo, Frank. Ich werde dich bald alleine lassen. So. Wir haben hier kein Schwarmarama mehr, ne? Was liegt denn da? Schmugglerauge, achso. Haben wir hier noch so ein Schwarmarama rumliegen? Leider nicht, ne? Da ist das Buch. Irgendwelchen Gerümpel, Krempel und so. Anscheinend nicht. Schade. La la la. La la la. La la la. La la la. Wo finde ich ein Schwarmarama? Und warum hier so viel Metall liegt, weiß ich auch noch nicht. Was haben wir denn hier noch alles?
Wir haben noch jede Menge Blei, Plastik, Nährstoffe. Wir haben nicht mehr so viel hier tatsächlich. Ja, aber wo wir das finden? Ich tue es einfach mal. Badada. Ah, ah. Komm, gib mir einen Schwarmarama. Komm, sei so nett. Was soll ich damit? Kostet mich das was? Ach, trinken kostet mich das. Ach so. Ja, toll, wir kriegen das, was wir nicht brauchen. Das ist nicht gut. Aber so auf gut Glück hier rumpinkeln? Ah, so, komm, den letzten Rest abschütteln. Ah, scheiß Kabel. Okay, pass auf, dann trinken wir mal eben was. Habe ich noch irgendwas zum Trinken herstellen? Nee. Natürlich nicht. Natürlich habe ich nur gelbes Wasser. Wow, gelbes Wasser ist ja ein Traum. Okay, ich würde mal zwei Stoffe, eine Stoffrolle mitnehmen. Und das Klebeband. Dann können wir das mal mitnehmen in die andere Base. Eine Glühbirne, Kondom nehme ich. Obwohl, nee, komm, Kondom lassen wir mal hier. Aber wir müssen was trinken. Das heißt, ich gehe nochmal eben schnell Eis farmen. Da hinten ist sogar eine Bombe zu sehen. Oh, wir haben so viele Anzeigen jetzt hier. Das wird halt immer voller. So, Eis. Eis, Eis, Baby, to go. Hier nochmal, ich guck nochmal hier wegen diesem Schwarmarama. Ich meine, ich hatte hier nochmal einen gesehen gehabt, irgendwann in irgendeiner Folge. Und ich meine, ich hatte dann gesagt, ich lasse es mal liegen oder so. Bin mir dabei auch nicht mehr ganz sicher. Hier ist eine Bierdose. Wäre cool zu wissen, ob man irgendwo hier vielleicht das auch herstellen kann. Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, vielleicht später. Oh, nicht, ja, nee. Brauchen wir gerade nicht. Ah, schön wieder hier zu sein. Da, wo alles begonnen hat. Aber wir haben eine neue Base. Geht die jetzt uns eigentlich auch angezeigt? Nee, das ist immer noch unsere Main Base da. Und da hinten irgendwo ist ja, ich weiß nicht, glaube ich, da, wo das Schild ist, ist, glaube ich, ja dieses Hauptding, wo wir jetzt gerade drin waren oder in der letzten Folge entdeckt haben. Gut. Ja, Schwarmarama, nicht einfach. Egal. Eine Wasserflasche. Egal. Muss erstmal reichen. Wir haben ja in einer anderen Base haben wir ja noch. Ich würde zurückreisen. Einfach, weil wir es können. Und dann düsen wir mal. Tja, Shuttle-Trümmer. Das kann, wie gesagt, überall sein, ne? Wir können mal hier in der Schule gucken. Hier war doch so eine Schule. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwas. Schule vielleicht irgendwie sowas von dem Dingen? Kann ich hier aufmachen? Oh, öffnen. Nein, 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 nein. Oh, hier ist ein Container. Lul. Hätte ich das mal früher gewusst. Aber nichts drin. Bringt mir halt nichts. Klar, ein Zwischenlager, ganz toll. Ein mürrisches Huhn will ich gar nicht haben. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Was ist das hier? Salz. Ja, komm, nehme ich mal mit. Ganz schön salzig heute hier. Was ist das hier? Kiste mit Salz, okay. Ja. Weiß nicht, ob wir das auch vielleicht irgendwann herstellen können, das Ding. Naja, egal. Es geht ja auch so, muss man ja auch sagen, ne? Wir kommen ja auch so gut voran, so ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir da Probleme haben. Ja, ja. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir es schon haben. Dann würden wir noch schneller durchs Weltall düsen. So.
würde auch mal nochmal vorsichtshalber zwei oder drei Treibstoffkanister herstellen, wenn wir dann gleich da sind. Einfach im Voraus. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Treibstoff, so ist es nicht, aber so, dass wir im Voraus schon mal ein bisschen was haben auf Reserve, weil, ne, du weißt, bevor uns irgendwo der Sprit ausgeht und wir das Ding irgendwo stehen lassen müssen, ist mir das doch lieber, dass wir da schon mal etwas haben. Da würde ich halt auch gerne untersuchen, ne, da drin, ob da irgendwas ist. Da können wir eigentlich auch hinreisen, mal. So viele Sachen neu zu erkunden und zu entdecken. Da müssen wir, glaube ich, da rechts rumfliegen, aber da könnte sein, dass wir erfrieren. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall nochmal aufs Schiff drauf. Das definitiv, um halt die Karte zu finden, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie auf dem Schiff ist, die Karte. So, also diese Security-Karte, um in den gewissen Bereich reinzukommen. So, lass mal hoch. Lass mal was trinken. Und was essen. So, alles voll, sehr schön. Ausrüstung. Können wir eine bessere Taschenlampe? Zweimal Batterie, zweimal Glühbirne, zweimal Plastik. Zweimal Batterie, zweimal Glühbirne. Wir haben eine Glühbirne, ne? Und zweimal Plastik. Zweimal Plastik hätten wir. Haben wir hier noch eine Glühbirne? Nein. Können wir... Doch, doch, da war eine. Da unten. Dann stellen wir uns mal die bessere her. Dann können wir die mal herstellen. Hier, verbesserte Taschenlampe. Komm, machen wir einfach mal, weil wir es können. So, die rüsten wir direkt aus. Die Frage ist, mit welcher Taste? F? Nee, F ist... Ah, die lädt auf. Ah, wie machen wir die an? L? Ich weiß nicht, wie wir die nutzen. Die wird aufgeladen, man sieht es in der Mitte. Mittlere Dings. Okay, ach, cool. Boah, Alter, ist die hell. Lecku funny. Oha. Okay, lädt sie auf jeden Fall sehr von alleine auf. Nice. Haben wir auch. Mittleres Mausrad. Okay. Leilackierung können wir wieder herstellen. Ganz toll. Ja, das wird noch ein bisschen dauern mit dem großen Beschleuniger, weil, wie gesagt, uns immer noch ein Teil fehlt. Ich würde jetzt tatsächlich einmal noch... Richtung Station noch mal einmal reisen. Nehmen wir den mal mit. Ach komm, Erste-Hilfe-Kasten. Vorsichtshalber. Einmal Richtung Station. Haltbarkeit 5. Ja komm, ich stelle noch mal einen her. Ich glaube, zweimal Metall brauchen wir dafür. Nee, dreimal Metall. Ach du Heiliger. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. La, 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 la. So, dann haben wir den auch. Dann düsen wir noch einmal zur neuen Station. Und, ja. Schauen mal, ob wir da vielleicht irgendwie schon reinkommen in die, in diese, ja, Tür, ob wir die Karte finden. Weil irgendein Mitarbeiter wird die ja haben, schätze ich mal. Also, hoffe ich mal. Warte mal, können wir den Sarg nicht öffnen? Wir haben doch noch diesen, oder? Warte mal. Oder haben wir den schon geöffnet hier? Ah, den haben wir schon geöffnet. Ja, gut, okay, alles klar, dann, dann nicht. Dann haben wir das doch schon getan. Stimmt, wir waren ja schon hier gewesen, auch ohne Fahrzeug. Ich entsinne mich, ich glaube, den Sarg haben wir auch geöffnet. So. Also mit dem Fahrzeug ist es einfach unfassbar, was für eine Strecke du einfach hinter dir legst. Das ist unglaublich.
Schaffen wir das mit 100 bis dahin? Ich wollte das jetzt mal riskieren. Wir haben gut natürlich zwischendurch angehalten. Aber ob wir das schaffen, bis zur Schleuse zu kommen? Doch, dürfen wir aber eigentlich schaffen. Doch, das geht. Das schaffen wir. Ganz entspannt. Auf ganz entspannt schaffen wir das. So. Hui. So. Da sind wir auch schon. Okay. Da wären wir auch schon wieder auf der neuen Raumstation. Und wir müssen mal so ein bisschen nach der Karte suchen. Oder gucken, wo die ist. Wo könnte denn hier eine Karte sein? Eine Mitarbeiterkarte. Was ist das hier? Reef Edge Zigaretten. Ja. Habt ihr eine Karte dabei? Freunde, ich brauche keinen Strom. Drag Beer, ganz toll. Wir haben aber leider keine Karte dabei. Zumindest sieht es nicht so aus. Das Radio haben wir schon gescannt. Achtung, fehlende Module. Alle. Alle Systeme funktionieren nicht richtig. Ja, das ist wohl so. Ja, Plastik nehmen wir mal mit. Was warm haben wir? Das haben wir schon gelesen. Jetzt wird das Spiel immer interessanter, habe ich das Gefühl. Achso, ja, geht ja nicht, weil die Antenne ja... Genau, bitte verbinden Sie sich mit dem Netzwerk. Wir müssen... Das ist ja ein cooles Bild. Wir müssen hier rein. Schlagen? Wie schlagen? Handlichen Schaber. Ach so, geht das auch. Ich brauche eine Karte. Alles klar, ich verstehe. Gut, dass ich mir nochmal einen Schaber gemacht habe. Der wird nicht reichen, ne, der Schaber. Verdammt. Wir haben jetzt erst die Hälfte. Oder? Errungenschaft freigeschaltet. Zerstörer. Doch, haben wir geschafft. Ach du Heilige, was ist das denn? Holy shit. The antenna miraculously remained intact. You may start debugging. But where's the antenna? I wanted to use the audio file from the first chapter to reduce the cost of development. Repariere das kaputte Kabel. The cost of problem, but these broken wires. You need to deal with it. I don't think it'll help. Reparaturwerkzeug. Haben wir. Hier. Achso, erst neutralisieren und dann reparieren. I don't think it'll help. Wird nicht reichen, ne? Okay, ich verstehe. I don't think it'll help. Einmal noch, glaube ich, dann haben wir es. Signal aus der Normandie. Was? Gefangen. Okay, wir haben das Kabel repariert. Nice. Trotzdem schaue ich mich erstmal um. Holy shit. Alter Schwede. Das grüne Universum war hier. It's too stupid. Universe radicals. Hast du Swamarama dabei? Blaue Glocke. Zugangscode blaue Glocke. Umgehend die Verteidigung. Nimm die Auszeichnung. Unterstütze das Objekt so gut du kannst. Okay, eine Notiz für eine der Radikalen des grünen Universums. Ich frage mich, welche Hilfe er geleistet hat und welche Probanden er geholfen hat. So, kein Strom, wir können auch sonst nichts machen. Das war's dann hier auch schon. Aber wie cool das einfach ist, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel nochmal so umfangreich doch noch wird. Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend noch. Haben wir hier noch irgendwas noch nicht entdeckt? Hier liegt noch jemand. Achso, das war der. Den können wir ja mal hier nett hier oben drauf legen. So nett wie wir sind. Aber wir legen den einfach hier in die Ecke. So, bleib da liegen. Wenn uns jemand hören kann, dann, das ist die Crew des Bestattungsinstituts. Was, Normandie? Ach, Bestattungsshuttle.
Even with a serious decrease in the core's activity, it still must be extremely uncomfortable there. So that's how it actually works. How interesting. Verschlüsseltes Band benötigt. Haben wir doch. Ach so, dann können wir das hier abspielen. Ja, geil. Wir haben so ein verschlüsseltes Band. Wir haben etwas Wasser, Essen und einen coolen Captain, der sogar strahlensicher ist. Unser Shuttle ist etwas beschädigt, aber der Captain versucht, ihn zu reparieren. Wenn sie uns hören können und gerettet werden wollen, warten wir auf sie in folgenden Koordinaten. Ja, nice, okay. Wir haben so eine Nachricht, die haben wir im Lager haben wir gespeichert. Normandie erreichen. Baue ein Service-Modul. Okay. Wo müssen wir das denn bauen? Ist das egal, wohin? Oh, wir haben so viele Ach, du Heiliger. Wir haben so viele Sachen noch hier zu erkunden. Und die Folge ist schon wieder so lang. Verdammt. Ja, Kinder. Ich würde sagen, Kinders, in der nächsten Folge schauen wir mal wegen dem Service-Modul und generell so ein bisschen hin und her und tralala und pipapo und es wird immer aufregender hier, unglaublich. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter hier spannend bei Brief Edge und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt, hier auf meinem kleinen Raumstationchen bei Brief Edge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.